Willkommen zurück, Leute, zu Donkey Kong Country Returns 3D. Im letzten Part haben wir die fiesen Maulwürfe besiegt, sozusagen, und gehen jetzt so drunter und drüber. Das könnte, vielleicht ist das ein Raketenlevel, vielleicht gibt es da sogar noch ein Raketenlevel hier. Ja, warum nicht, ne? Raketenlevel ist ja, das ist nett, schön, freuen wir uns. Aber wenn es kein Raketenlevel ist und es sieht irgendwie dann doch nicht jetzt danach aus, ich weiß nicht. Kann man auch schwer sagen. Ist auf jeden Fall jetzt hier die Dingsbumswelt. Wald. Waldwelt und wir haben 7 Leben zur Verfügung. 7 Leben wollte ich gerade sagen. Wir haben 7 Puzzleteile, die wir holen müssen. Das war clever. Respekt, Respekt, Respekt. Was? Hier sieht alles so komisch aus. Hier sieht alles so aus, als könnte ich es irgendwie umdrehen oder sonst was. Mein 7 Puzzleteile, wo ist das erste? Kommt doch schon dran vorbei, erzähl mir noch nichts. Ist doch bestimmt schon dran vorbei. Ich glaube, das wird das erste Level, wo wir zweimal rein. Nein! Vollkommen egal. Hä? Da oben will ich hin. Doch, 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 da oben will ich hin. Das sehe ich doch. Unbedingt will ich da hin. Drauf da, mein Schatzilein, Donkey Kong. So. Aha. Aha. Ein Bonusfass. Trotzdem kann es gut sein, dass ich schon was verpasst habe. Aber, na, wir werden sehen. Das macht doch viel Spaß. So viel Spaß hatte ich noch in keinem Bonuslevel jemals zuvor auf der Welt. Keine Ahnung. Klingt doof, macht keinen Sinn. Was soll's. Ich muss mir auf jeden Fall für Donkey Kong Country Tropical Freaks muss ich mir richtig coole Lieder einfallen lassen. Keine Ahnung. Muss ich mir vielleicht, schreibe ich mir vorher Texte auf oder so. Irgendwie sowas. Ich werde singen. Ich werde singen. Durchgehend singen. Ein ganzes Let's Play im gesungenen Zustand. Das wäre auch mal eine Idee, ne? So ein ganzes EP gesungen von mir. Boah, geil. Das macht Spaß. Weiß ich nicht, ob das so geil wäre. Naja. Auch da wird es Leute geben, die wahrscheinlich sagen würden, boah, ja, würde ich voll feiern. Na, nicht? Naja, das hätte ja wieder alles sein können. Hier muss ich definitiv zweimal rein, das sage ich euch so schon. Das sage ich euch jetzt so voraus. Die Info gebe ich euch jetzt so auf die Hand. Das ist einfach Tatsache. Ich glaube, das Level wird sowieso... Das wird bestimmt noch eklig fies. Oder bild ich... Das wird noch eklig fies. Das ist doch sicher. Niemals lassen die mich hier einfach so durch und Spaß haben. Wirklich nicht? Echt nicht? Ich kann hier nicht hinter. Okay, darauf hätte ich jetzt Geld wetten können. Aber gut, dann nicht. Oh... Na, ich weiß nicht. Das will mir alles hier nicht. Das will mir hier alles nicht zusagen. Wo ist denn der richtige Weg? Das ist der. Ja, das ist der. Da kannst du schon mal hinweg. Aber. Das hier ist der Weg, an dem wir wirklich. Zu dem wir wirklich wollen. So wie es aussieht, ja. Sammel die Bananen, sonst wirst du unglücklich. So in der Art. Wollte gerade sagen. Also, wenn das jetzt kein Puzzleteil gibt, dann ich bitte euch. Das ist ja wohl. Irgendwo wird es witzlos. 2 von 7 gerade mal. Never. Nie im Leben, nie im Leben. Das war dumm. Gerade noch so, gerade noch so. Oh, Wolle, du bist so ein krasser Typ, ey. Was ist denn los mit dir heute? Ja. Heute habe ich es drauf. Absolut, ich merke das auch. Weiß auch nicht, was da los ist. So, ups. Da wollen wir aber auch hoch. Nein, nein. Ja. Ernsthaft? Oh, was ist denn das hier immer? Hier ist ja nirgendwo was Vernünftiges. Das... Ich bin nicht blind. Blind bin ich... Ich bin ja mal nicht komplett blind. Also doof auch nicht. Man hat das Spiel ja durchgespielt. Man kennt ja schon so ein bisschen die Verstecke und... Wow. Die Entwickler hier... haben sich bei den Verstecken meiner Meinung nach... Nein. Oh, ich bin so dumm. Meiner Meinung nach nicht ganz so viel Mühe gegeben. Das sage ich jetzt, ne? Das sage ich jetzt, wo ich gerade wahrscheinlich voll am Failen bin. Ja. So ist das doch immer. Sowas sagt man immer, wenn man gerade voll am Failen ist und es selber nicht merkt. Oder ich merke es ja wahrscheinlich sogar. Rüber. Boah, Timing und so. Das kann ich. Ich bin so gut in Timing. Timing-Geschichten. Das ist einfach kein Thema für mich. Weißt du? Machst du einfach. Nein! Oh Mann, ich... Gib dir doch mal jetzt... Mann, gib den Ruck.
So, jetzt entspann dich mal wieder. Lalala, alles ist schön, macht so viel Spaß. 3, 2, 1, Sprung. 3, 2, 1, Sprung. Siehste. Kannst du doch. Ist doch kein Thema. Man muss sich's nur manchmal selber sagen, ne? Es ist ja auch wirklich so. Das ist ja auch der Unterschied zwischen ich RP das Spiel oder ich RP das Spiel dich und spiele. Du kannst einfach während eines RP eigentlich so Sachen wie 3, 2, 1 Sprung, die kannst du dir in dem Moment nicht erlauben. Und dann ist es halt schwieriger. Nein! Warum hast du dich da jetzt nicht festgehalten? Boah, Penner. Okay. Jetzt sind wir wieder ein Stückchen weiter. Ich gucke mir das vorher einmal kurz an. Einfach nur wegen Safety first. Voll eng. Das war ein Fehler, das war ein Fehler. Nee, hat gerade noch so gereicht, ey. Okay, hier waren wir letztens schon mal, oder? Glaube ich, zumindest. Na, ich hab Angst, ich will nicht. Bananenstaude, naja. Immerhin. Ich will jetzt nicht sagen, dass es super geil ist, aber... Boah, hier kommt einfach nichts bei rum. Hier kommt nirgendwo was bei... Also, da kann ich aber rein. Nicht? Brauche ich da ein Fass? Ey, brauche ich da ein Fass? Weiß ich nicht. Ich versuch's mal mit dem Fass. Boah, 3, 2, 1, Sprung. Ja. Was ein Scheiß. Jetzt muss ich ernsthaft hier das Fass mitschleppen. Nein. Lass mich da nicht reinfallen jetzt. Geht doch gar nicht. Nee, das geht nicht. Sonst, ich käme ja hier nicht hoch. Also entweder muss es hier noch ein Fass geben, das ich gerade nicht gesehen habe. Oder... Da muss ich wirklich nicht rein, aber... Das sah halt... 3, 2, 1, jetzt. Das sah halt so extrem danach aus. Das war dumm. Ja, siehst du? War dumm, hab ich doch gesagt. Boah, ist das Level scheiße. Und die viel zu wenigen Puzzleteile, die ich an dieser Stelle habe, die machen mich gerade kirre. Die machen mich wirklich komplett kirre. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber da kommst du ohne Puzzleteil, ohne das Ding kommst du da nicht hoch. Also niemals im Leben. Das ist... Oh, 3, 2, 1, warte ein bisschen ab. Warte lieber ein bisschen. Noch ein bisschen warten. So. Mann, man braucht das doch gar nicht so knapp machen. Das ist doch komplett unnötig. So, aber warum zur Hölle? Aber das sieht doch so extrem danach aus. Guckt euch das doch mal an. Ach so, deswegen. Oh, bitte, ey. Oh, wie bitter ist das denn? Hältst du dich da gerade dran fest, Donkey? Ich drück eher wie ein Bekloppter. Ah, ich weiß nicht. Ich sehe da unten nichts. Also da unten ist nichts. Wie komme ich denn? Ja, ich will da oben hin. Ich weiß noch nicht ganz wie. Nimm sie mit. Bringt nichts. Das ist doch nicht euer Ernst. Wo soll das denn hier alle sein? Oh oh. Seht ihr diese Spinnenweben? Oh, die wollen das nochmal richtig wissen, glaube ich. Hier wollen die es nochmal richtig wissen. Verlangen sie dir nochmal einmal alles ab. Zu ihrer eigenen Belustigung der Leute, nein. Ja, ich dachte, das wäre Bonusbereich. Ha. War wohl nichts, ne? Bonusbereich, nämlich der ist hier. So, wunderbar. 4 von 7. Viel zu wenig, immer noch. Nein. Ich will mich da an den blöden Teilen auch nicht festhalten. Bin da ja so ein bisschen gegen. So. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle. Also nicht euch, sondern hier die ganzen Gegner. Und das blöde Spiel. Eigentlich liebe ich das Spiel, aber jetzt gerade nicht. Nee. Nimm die Banane mit. Vorsichtshalber, ey. Man weiß es ja wirklich nicht. Oh. Ist das ein blödes Level? Ist das ein blödes Level? Das ist der Wahnsinn. Wie blöd ich dieses Level finde. Das geht auf keine Kuhhaut. Nein! Halt dich fest! So, drauf da. Dran da. So, wunderbar. Festhalten weiterhin. Erst gucken. Verstehen. Nein!
Oh, voll eng. Gucken, verstehen, habe ich gesagt. Nein, Wollo, du Blöder. Nein, nein. Oh, was ist denn hier los? Ich bin der letzte Mensch. Da war ein Fass. Was macht das Fass da? Was macht das Fass da unten in der Ecke? Ohne Witz jetzt. Das gucken wir uns gleich aber mal an. Ey, die wollen einen hier wirklich... Oh, ich hasse es. Ich mag es nicht. Die wollen einen hier echt verarschen, habe ich das Gefühl. Halt dich fest. Halt dich doch fest. Du sollst dich doch festhalten, mein Freund. Mein Freund der Affe. Mein Freund der Affe, so. Unser Freund Charlie. Kennt ihr unser Freund Charlie? Ich kenne unser Freund Charlie eigentlich nicht. Deswegen ist es ziemlich dämlich, dass ich darüber rede. Ich habe es nur einmal... Das lief früher auf ZDF, wa? Würde ich jetzt mal so behaupten, da geht's um Affen. Na. Krasse Sache, so. Um so einen Affen und so. So, hier irgendwo war ein Fass. Hier war ein Fass. Ja. Aha, und das bringt mich wieder dahin zurück. Na gut, immerhin, ja. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ein Fass, das viele Leute wahrscheinlich doch nie... Boah, ich hasse es, ich will das nicht hier. Das ist so kacke. Meine Steuerung, Circle Pad. Scheiß Circle Pad funktioniert doch nicht. Soll ich denn sowas machen? Oh. Rüber. Ah. So. Das hier müssen wir natürlich erst machen, ja. War mir klar. Die einzige Scheiße an der Scheiße ist, dass ich jetzt... Nein! Nein, nein, nein. Aber ich habe das Puzzleteil. Ich muss da gleich nicht mehr unten rein. Das ist gut. 5 von 7. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bin mir immer noch nicht sicher, ob das reichen kann. 5 von, ja, 5 von 7, ja. Wenn man die Kong-Buchstaben hier noch so als Anhaltspunkt hätte, wie lange so ein Level geht, ne, das wäre... Ist manchmal einfach auch nicht so verkehrt. Ah, eklig, ey. Ekelig mit dem Circle-Pad und dem ganzen Rotz hier, das ist fies. Ist bösartig, auf der Wii vielleicht? Nein! Auf der, nein! Was machst du? Was tust du da? Was tust du da? Was tust du dir auf den Menschen an, die das gucken? Ich weiß es nicht. Es ist schrecklich. Es tut mir so leid. Ich fühle mich so schlecht, aber was soll's. Naja. Auf der Wii wäre das vielleicht zumutbar gewesen. Ich weiß es nicht. Eher als auf dem 3DS. Aber auf der... Aber das sind ja auch nicht die schwierigsten Level. Das ist ja auch... Ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Es ist ja nicht mal... Er ist ja nicht mal kackschwer, ne? Also es ist ja nicht einmal kackschwer. Da waren andere Welten, ganze Welten, die wesentlich schlimmer waren als das hier. Von daher... Das hier ist ja einfach nur... Es ist eine Geduldsfrage. So an sich. Hast du die Geduld? Kannst du die Geduld jetzt abrufen in diesem Moment? Nein, kann ich nicht, siehst du doch. Hui. So, das... Nein, 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 nicht an der Stelle runterfallen. Oh, Wollo, ey. Blöder. Eieiei. Ja, wenn ich jetzt hier ein Puzzleteil verpasst habe, dann wäre das ärgerlich. Haben wir mal wieder einen langen DKCR-Part, nachdem die letzten Parts, die waren auch alle kurz. Ist auch fies, ne? Immer so blöde, kurze Parts, voll doof, ey. Da lohnt sich das warmgemachte Essen kaum. Ja, ich kenne das. Guck ja gerne den morgendlichen MKW morgen bei Cornel. Der ist ja immer morgens früh, ne? Kannst du schön zum Frühstück dir den MKW morgen reinpfeifen. Das Einzige, was daran blöd ist, ist, dass der Junge die immer so knapp aufnimmt, dass er das noch rendern muss und hochladen muss pünktlich, dass er die immer so kurz macht. Weißt du, 4 Rennen ist das absolute Maximum und dann geht so ein Part dann auch manchmal nur 11 Minuten. Hm, toll. Klar, in 11 Minuten bin ich mit dem Frühstück durch, aber... Ja, das ist ja mehr so ein Mario Kart Wii Snack, ne? Das ist ja kein Frühstück, das ist ja mehr ein Mario Kart Wii Snack. Und mein... Oh, Wollo, Alter, halt dich daran doch mal fest. Nein, halt dich fest. So, rüber da. Oh, geil. So, hoffentlich muss ich das nie wieder machen. Hoffentlich muss ich... Nein, oh Gott. 2 Puzzleteile fehlen und hier war auch noch das Ziel. Oh, nein, 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 ich will nicht. Ich will es nicht, aber ich tue es natürlich, weil ich es muss. Okay, dann nochmal rein in das Level. Juhu. Woo! Vorfreude. Das macht Spaß, das macht Spaß. Gib mir mal bitte das Inventar.
Gib mich meinen letzten Squawks und dann ab geht das. Ah, und ich habe so Kopfschmerzen. Drunter und drüber. Ja, das trifft's. Das trifft sogar ziemlich gut. Mann, wo habe ich die jetzt wo verpasst? Wehe, das waren einfach nur so saudumme, die ich hätte kriegen können, ohne Probleme. Das würde mich ja jetzt... Also hier rastest du nicht aus. Das bedeutet, ich muss ja auch nichts einsammeln oder so. Das Schöne ist ja... Nein! Das Schöne ist ja, ich kann jetzt hier einfach so... durchwaschen an sich. Ich achte eigentlich nur auf den Squawks. Apropos durchwaschen, ist natürlich gelogen. Ich muss ja hier auf diese dämlichen Teile warten. 3, 2, 1, meins! Hab schon lange nichts mehr auf eBay so an sich für mich gekauft, ja. Ich hasse auch... Also, ich muss ja sagen, ich hasse eBay. Hast du ja auch eBay? Weiß nicht. Also, viel günstiger kriegst du Sachen ja meist auch nicht und... Ja, alles scheiße eigentlich. Alles absolut scheiße, weil... ich das so sage. Er hat sich noch nicht gemeldet, oder? Da hinten habe ich ja das Puzzleteil geholt. Da brauche ich ja nicht nachgucken. Da hast du immer die Probleme, wenn du was verkaufst, erwarten die Leute, dass du der professionellste Händler der Welt bist. So nach dem Motto, ich habe das heute bezahlt. Warum ist es nicht 3 Stunden später schon bei mir? Und, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also eBay, nee. Sich verhindern lässt. Wäre natürlich so an sich, ich überlege. Hier oben ist ja nichts. Ob ich mir irgendwie so eine Retro-Sammlung aufbaue. Das würde ich halt voll gerne tun. Ganz viele... Ah, Retro-Games. Aha. Hier soll was sein. Ganz viele Retro-Games besorgen. Nah. Und jetzt? Hier runterfallen? Was willst du von mir, Squawks? Da ist doch nichts. Was will der? Ich weiß nicht, was er will. Das ist ja, das ist natürlich auch ein kleines Problem. Wenn du in dem Moment gar nicht weißt, was Squawks überhaupt von dir will. Ja, scheiße. Ja, auf jeden Fall so Dreamcast-Spiele, N64-Spiele, Super Nintendo-Spiele. So eine schöne kleine Sammlung. Das heißt kleine Sammlung, eine schöne große Sammlung am liebsten. PlayStation 1-Spiele, so ein Gedöns halt. Das würde ich voll gerne haben. Und, ja. Was bleibt mir da denn anderes übrig, als auf eBay zu gucken? Also, ich habe jetzt noch nicht großartig damit angefangen, auf eBay zu gucken, ne? Falls es jemand interessiert, aber... Ach, ja. Das ist ein Level. Das macht Spaß. Ach, ist das schön. Ja, müsste ich tatsächlich mal ein bisschen gucken, eigentlich. Ich meine, ich will es unbedingt. Ich finde das schon cool, wenn man die ganzen Spiele original noch da hat und so. Oh, voll schön. So, weil das Feeling ist ja auch anders, als wenn du dir irgendwie eine ROM ziehst, ne? Das böse Wort ROM. Ja, ist einfach schöner, wenn du das am Fernseher richtig spielst, mit dem richtigen Controller und so. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Möglichkeiten, die ich auch so besitze, ne? Mit dem PC, N64-Controller oder PC. Am PC ein Super Nintendo-Controller anschließen. Da gibt es ja Adapter für. Ah, das war zu früh. Da gibt es ja Adapter für und so, aber... Ja, es bleibt trotzdem irgendwie so... Nee, ist nicht so cool. Zum LP natürlich immer noch ungeeignet dann, wenn du deine Retro-Konsole da anschließt, sieht das Bild halt scheiße aus. Ich persönlich guck's an sich ganz gerne, wenn die Leute das wirklich auf der echten Konsole spielen, weil ich mag das Feeling, auch beim Zugucken. Aber die meisten jüngeren Zuschauer würden wahrscheinlich sagen, Grafik ist doof und dann, ja. Deswegen lass ich selber, also, ich für meinen Teil mach's halt dann nicht auf der Originalkonsole. Würde es dann auch wahrscheinlich nicht tun, aber so für mich zum Privatzocken. Wo zur Hölle willst du hier, dass ich hingehe, Squawks? Wisst ihr, jetzt hört er nämlich auf. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ja. Ja, was denn bitte? Was willst du? Was ist dein Begehr? Hier ist doch nichts. Ich sehe es nicht. Tut mir leid, Leute. Wenn ihr wisst, wo ich hin muss, dann dürft ihr mir gerne den entscheidenden Hinweis geben. Ich gehe jetzt hier weg, weil ich weiß es halt wirklich nicht. Ich sehe es auch nicht.
Also kann sein, dass ich jetzt hier voll blind bin und man das ganz deutlich sieht, aber ich für meinen Teil sehe es nicht. Deswegen, ja, muss ich diese Stelle jetzt einfach mal so außen vor lassen. Das ist schon mal das Schöne, dieses Puzzleteil hätte ich eh nicht gefunden. So viel weiß ich jetzt an dieser Stelle. Ach, das Elend geht weiter hier. Und hier soll noch eins sein. Hier unten. Wahrscheinlich nicht, ne? Also dann wahrscheinlich doch woanders. Ja, das Level ist blöd. Hier hört er schon wieder auf. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass ich hier runterfallen muss. Ich raff's nicht. Wo sollen die denn sein, die Puzzleteile? Hier meldet er sich kurz. Ist er doch da oben? Mit den Bananen, aber die habe ich doch eingesammelt. Die habe ich doch eingesammelt. Ja, und nun? Boah, ist das ein blödes Level. Das ist ja der absolute Wahnsinn hier. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was wollen die denn von mir? Hier ist doch nichts. Ah. Was ein Rotz. Nee, okay, dann nicht. So, ich weiß beide Puzzleteile nicht. Ich finde sie auch nicht. Nicht mal mit Squawks. Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle ist der Part beendet. Ich werde das Level verlassen und ihr könnt mir die Tipps schreiben. Oder ich guck's nach, je nachdem, was eher passiert. Wir werden's sehen. Ja, Leute, tut mir leid, aber ihr seht's ja, nicht mal mit Squawks wird mir hier offensichtlich gezeigt, wo die Dinger sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann und ciao.